Heute wollen wir euch mal eine Geschichte erzählen, so wie ein Märchen. Aus Tausend und einer dunklen Nacht. Ihr wart dabei, ihr habt's doch alle selbst gesehen. Und alle habt ihr euch gefragt, wie haben die das gemacht? Ein Jahr, Top 5 in den Charts. Aus dem Nichts sind wir gekommen und auf einmal waren wir da, jetzt mal im Ernst. War es echt so einfach, wie es aussah? Ja, es war so einfach, wie es aussah. Tagen sind wir ebenso mal durchmarschiert, debütiert, wo ihr nie hinkommt, alle anderen wegrasiert. Laut Spiegel hat uns Universal damals in die Charts gebracht und nochmal ein Jahr später haben wir es dann allein geschafft. Ohne Vertrieb, ohne Label, ohne Management, dafür nicht eine einzige Sekunde auf den Knien. Und dafür, dass jeder Zweite mittlerweile unseren Namen kennt, brauchten wir weder euch noch eure furchtbare Doktrin. Keine super schlauen A&Rs, kein Marketingkonzept, keine 100.000 Euro für gekaufte Google Ads, keine angesagten Features, keinen Knebelvertrag, keine Business-Experten und keinen super tollen Verlag. Nur ein paar Freunde, die in größeren unter Freunde blieben, die sich bis heute nichts von niemandem diktieren ließen, als sie uns alles nahmen, außer die Musik und unser Weimar Kollektiv. Aber langsam, nochmal an den Anfang, als erwartet uns im Juni 21 an den Start kam, hatten wir noch keine Abos, keine Follows, keine Fans, aber jede Menge Hater und famegeile Fake-Friends. Damals habt ihr euch noch lustig gemacht, über die Spastis mit den Masken eure Witze gemacht, habt über uns gelacht und habt gesagt, dass das niemals klappt. Aber dann kam bester Feind und dann hat keiner mehr gelacht, denn mit jeder neuen Single realisierten sie, mit Weimar kann man perspektivisch richtig Geld verdienen. Und weil Geld verdienen ein bisschen cooler ist als gegen was zu sein, wollten alle plötzlich unsere neuen besten Freunde sein. Auf einmal kamt ihr angerutscht auf den Knien und wolltet, dass wir euer seltsames Festival spielen. Nicht einmal, nicht zweimal, sich mal habt ihr uns gefragt. Doch wir haben immer wieder Nein gesagt, weil wir euch unsympathisch finden. Da ging es nie um Geld, wir verachten euch ganz einfach aus dem tiefsten unserer selbst. Und deswegen könnt ihr eure Hoffnung auch ad acta legen, dass wir uns in diesem Leben vielleicht doch die Hände geben. Egal, irgendwann habt ihr begonnen zu realisieren, dass Weimar bei euch auftritt, wird vermutlich nie passieren. Doch weil Leute wie ihr ein Nein nicht akzeptieren, habt ihr Witzfiguren angefangen uns zu sabotieren. Oder denkt ihr Vögel ernsthaft, wir hätten nicht gewusst, dass ihr Bilder rumgeschickt habt, offenkundig und bewusst, mit der Absicht, dass ihr irgendjemand für euch publiziert, weil ihr selber viel zu feige wart und wusstet, was passiert. Aber Fehlanzeige, absolut keiner hat da mitgemacht, war lustig damals, glaubt ihr Kinder, herzhaft haben wir gelacht über den DU-Roller und seinen erfolglosen Lack. Kein doch Moment, seine Band wie Deadjokes, enthaft und meint keine Schande sein. Im Angesicht des Scheiterns seid ihr dann ausgetickt, habt eure kleinen süßen anonymen Briefchen verschickt an alle Festivalbetreiber, jede Venue unserer Tour, aber bei ausverkauften Häusern waren die natürlich stur. Ganz egal, was ihr gemacht habt, es hat nicht funktioniert. Wohin auch immer ihr gegangen seid, ihr wurdet ignoriert. Euer Hass wuchs immer weiter, doch wir wurden immer mehr. Also mussten irgendwann schärfere Geschütze her. Mit Zornesfalten auf der Stirn seid ihr Denunzianten dann Wut entbrannt zu der sonst so bösen Lügenpresse gerannt. DPA, ZDF, MDR, WDR, Springer, Presse, Spiegel, Fokus und natürlich auch den Stern. Jeden habt ihr angeschrieben, alle habt ihr vollgeflankt. Einmal ist eine ganz furchtbar böse Band. Doch dieser kleine Pitch-Move hat dann endlich funktioniert und alle haben recherchiert. Ja, ja, ein Jahr voller Missgunst und Neid, voller Intrigen und gespielter Freundlichkeit. Nur ein Jahr und auf einmal wird euch klar, das hat alles nichts gebracht, wir sind immer noch da. Am 9.2. hattet ihr es dann geschafft und ganz ehrlich, da haben wir dann auch nicht mehr gelacht. Das war dann schon ein bisschen heftig und hat ganz schön weh getan. Und wenn ich ehrlich bin, erinnere ich mich nicht so gern daran. Offensichtlich wollte mich der liebe Herrgott wohl bestrafen, doch in solchen Zeiten lernt man mit Verlusten umzugehen. Ich hab nicht viel gegessen und noch weniger geschlafen, dafür hab ich ziemlich viele Menschen gehen sehen. Aber bevor wir weiter lästern, checken wir erstmal die Fakten. Der Spiegel hatte Einsicht in geheimdienstliche Akten. Da dieser Dienst jedoch geheim ist, wie der Name es schon sagt, fragt man sich zu Recht, woher der Spiegel diese Akten hat. Abgesehen mal von dem Umstand, dass
besagte Dienste sagen, dass sie diese Akten schon vor 15 Jahren vernichtet haben. Da ist es keine Schande, wenn man diesen Dienst mal fragt, den der Verfassungsschutz vor 15 Jahren diese Akten gab. Obwohl nicht jemanden im Landtag, da wäre ich schockiert, wenn es dort jemanden gäbe, der solche Akten archiviert. Und dann besagte Akten, die er nicht besitzen darf, an Journalisten weitergibt und sich damit schaffbar macht. Vielleicht fühlt sich ja die Staatsanwaltschaft dazu in der Lage, diesen Sachverhalt zu prüfen und vielleicht zu hinterfragen und im Zuge der Ermittlungen vielleicht im Morgengrauen mal unverbindlich mit der Polizei bei diesen Leuten nachzuschauen. Eventuell würde das helfen bei der Klärung dieser Fragen und vielleicht kommen ja dabei noch ganz andere Sachen raus. Wessen Akten sie in den letzten Jahren noch verschleudert haben, aber Krähen kratzen sich ja gegenseitig nicht die Augen aus. Bei Universal rausgeflogen, die Tour abgesagt, auf allen Plattformen gelöscht und von den Medien angeklagt. An einem Nachmittag verurteilt und sofort exekutiert, nach ein paar Stunden war es so, als hätten wir nie existiert. Darüber lohnt es sich mal nachzudenken, denn in diesem Narrativ funktioniert es nicht nur mit Musik. Und wenn die Causa Weimar eines deutlich gemacht hat, wenn sie keinen Bock mehr auf dich haben, schalten sie dich einfach ab. Kaum pfiff, messt die Spatzen so hoch von den Dächern. Kochen die Ratten schon aus ihren dreckigen Löchern. Jedes noch so kleine Licht, für das sich kein Schwein interessiert, hat sich auf einmal medienwirksam gegen uns positioniert. Sogar Leute, mit denen wir früher im Band zusammengespielt haben, Menschen, die sich Freunde nannten und vielleicht auch einmal waren, fühlten sich dazu berufen, sich moralisch zu erheben, aber schwammen drüber. Karma wird das regeln. Und dann kamen Experten und haben über Dinge, die sie nicht verstehen, in ihrer geisteskranken Paranoia resümiert. Die Texte frei interpretierbar und strukturell kodiert, bis zur Unendlichkeit verschachtelt und nochmal verklausuliert. In ein Lied gegen Gewalt, Homophobie und Faschismus interpretierten sie verklauselten Antisemitismus. Doch um nachvollziehen zu können, warum Experten das so sehen, müsste man erst einmal wissen, welche Drogen die so nehmen. Und warum man solche Leute zu Experten ernennt, die Expertise wird nicht sein, denn die ist offenbar begrenzt, mal abgesehen davon, dass sie reden, ohne was zu sagen und weder Expertise noch von irgendetwas Ahnung. Ja, ja, ihr habt sie gerufen und dann kamen die Gespenster vom prominenten Liedermacher bis zum Influencer. Aber warum zeigt sich eigentlich bis heute niemand darüber empört? Dass Olli Schulz ganz Störkraft hört. Er sagt auch, in die Charts zu kommen ist heute ganz, ganz leicht. Aber wenn's so leicht ist, warum brauchtest du dann 20 Jahre für eine Eins? Vielleicht, weil selbst die größte Katze nicht kann, was der Tiger kann. Geht's dir da ähnlich wie deinem Kumpel Böhmermann? Wobei euer kleiner Podcast ja noch ziemlich unterhaltsam war. Im Gegensatz zu dem Schwachsinn vom rechten Rotlicht-Superstar. Ich frag mich ja ganz häufig, ob der überhaupt versteht, welchen Schwachsinn er den Leuten da den ganzen Tag erzählt. Macht mal den Podcast mit dem und mit Hitler aus Köln. Die Gestörten können euch ein paar geile Storys erzählen. Vom Fußballfan zum Hooligan, vom Nazi-Boss zum Rocker-Gang, vom Zuhälter zum YouTuber und jetzt an die Gewaltdozent. Drogendealer, Mensch, alles hat er mitgemacht. Eigentlich gehört er lebenslänglich in den Knast. Aber bei Informanten ist Justiz ja nicht so streng. Da drückt sie gerne ein Auge zu und sieht das alles nicht so eng. Ein krimineller, skrupelloser, aggressiver Psychopath, der sein Umfeld angestiftet und danach verraten hat. In seinem ersten Video hat er die Leute schon belogen. Der ist niemals ausgestiegen, der ist immer rausgeflogen. Für alle, die den Spinner feiern, guckt die mal in sein Gesicht, wie seine Augen funkeln, wenn er von Gewaltexzessen spricht. Und warum spendet er die Einnahmen, die er über YouTube macht, nicht an die Leute, die er damals fast totgeschlagen hat? Dem ging es nie um Reue, sondern immer nur um Geld. Und sein Affenzirkus ist das neueste Geschäftsmodell. Hätten sie ihn nicht verprügelt und danach boykottiert, würde er noch heute indizierten Rechtsruck produzieren. Er ist nicht der King unter den Kongs. Er ist der Zonk unter den Hongs und ein ganz armes Schwein. Nichts weiter als ein multikrimineller Intensivtäter und ein gewöhnlicher Verräter. Und wo wir gerade dabei sind, gilt es auch zu benennen, dass man uns mit diesen Nullen in einem Atemzug nennt. Doch im Unterschied zu diesen ekelhaften Soziopathen sind wir einfach gegangen, ohne jemand zu verraten. Weil man das nicht macht, genauso wie überzulaufen. Und schon gar nicht macht man sowas, um sich selber frei zu kaufen. Wenn man gehen will, dann geht man, aber man hält seinen Schaden. Ansonsten brauchen sie nicht wundern, wenn die Geister die Briefe einen besuchen in der Nacht. Genau da ist es wieder dieses häufige Problem, dass Menschen simpelste Zusammenhänge einfach nicht verstehen. Ein Ausstieg ist für euch erst glaubhaft, wenn man andere denunziert und sich dann am besten für die andere Seite engagiert. Wenn die Lager keine Ausstieg
Aussteiger, die wollen nur Denunzianten. Die wollen V-Leute, Verräter und beschissene Informanten. Und bevor sich wieder irgendjemand darüber beklagt, ich war bei Exit Deutschland und genauso haben sie es mir gesagt. Sie können, sie wollen und sie werden nie verstehen, dass manche Menschen sich entwickeln und dann andere Wege gehen. Dafür braucht es keinen Ausstieg noch irgendein Programm. Nur Charakter, Nächstenliebe und ein bisschen Sachverstand. Oder glaubt ihr, armen Lichter, wir wüssten selber nicht, dass Rassismus ziemlich dumm und total überflüssig ist. Dass man sich genauso wenig wie den Tag, an dem man stirbt, aussuchen könnte, wo man geboren wird. Als bräuchten wir euch Dieben, um uns selbst zu reflektieren. Und eure Forderungen nach Statements könnt ihr euch in die Haare spielen. Wir lassen uns von niemandem instrumentalisieren und schon gar nicht, was wir sagen, von irgendwem diktieren. Letztlich habt ihr aber recht, und weil ich nicht Olaf Scholz bin, weiß ich, dass ich früher Dinge tat, auf die ich heute nicht stolz bin. Und natürlich lasse ich mich dafür gerne kritisieren, aber nicht von diesen Faschos als Faschisten titulieren. Denn ich habe in meinem Leben noch nicht einen Stein geschmissen, keine Menschen überfallen und mit Hämmern angegriffen, keine Bomben gelegt, mich nicht auf Straßen geklebt. Ich hab keinem was getan, mir scheißegal, was ihr erzählt. Und deshalb ist es uns auch über alle Grenzen absolut egal, was diese Vögel von uns denken. Wir sind niemandem was schuldig, außer unserem Kollektiv, den Menschen, die an uns geklaut haben, als es richtig scheiße lief. Unsere Freunde haben gesagt, scheißegal, ob die uns hassen, wir werden uns das doch von denen nicht gefallen lassen. Auch wenn die Tage dunkel waren damals im Februar, heute stoß ich darauf an mit einem Glas von Perignon. Das Positive daran, wie der Volksmund so schön sagt, der Müll hat sich selbst eingesammelt und alleine rausgebracht. Als ihr gedacht habt, wir stehen nicht mehr auf, habt ihr euch abgewandt und heute kommt hier einer nach dem anderen wieder angerannt. Plötzlich war das nur Satire, gar nicht so gemeint, auf einmal wollen alle wieder unsere besten Freunde sein. Aber nein, die Zeiten sind vorbei, ihr könnt euch dorthin verpissen, wo die Sonne niemals scheint. Ich habe in 14 Tagen fast 10 Kilo verloren und in diesen 14 Tagen habe ich mir geschworen, dass wir wiederkommen werden, ganz sicher, und dann, ihr kleinen Scheißvögel, bezahlt für jedes einzelne Gramm. Ihr konntet uns nicht brechen, ihr konntet uns nicht biegen, ihr konntet uns nicht kaufen und letztendlich nicht besiegen. Ihr müsst uns auch nicht mögen und schon gar nicht akzeptieren, aber gottverdammte Scheiße, nochmal, ihr werdet uns respektieren. Apropos Respekt, was wollte ich noch sagen, dass wir mit Basti Matzen und mit Ängst gesprochen haben. Wir sind cool miteinander und nach unserem kleinen Twist kann ich heute sagen, dass die Sache runter ist vom Tisch. Und auch wenn Olli Schulz mit seinem Kumpel Böhmermann signiert und empört mit diesem Tischbesitzer hyperventilieren, beschwört er selbst der Lande aus dem König Weimar ist K.O. Naja, das kann man so sehen oder so.